Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Legend of Zelda Link to the Past. Wir begeben uns jetzt in die verlorenen Wälder und werden dort das Masterschwert suchen. Tada! Im letzten Part haben wir uns ja um Heras Turm gekümmert. Der war ja nur nicht besonders gewaltig. Und wir gehen jetzt direkt schnurstracks zurück nach Kakariko. Da werden uns hier beim Opi nochmal Erholung verschaffen. Ja, ist gut. Bam, 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 bam. Ja, das hast du mir schon erzählt. Bam, bam. Und ja, hier gibt es jetzt eine Abkürzung nach Kakariko. Da, 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 da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Spannung, Spannung. Dann können wir doch nochmal nach dem Herzteil gucken, was ich ja im letzten Part meinte. Hier geht's zurück. Auf den direkten Wege. Dum, 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 dum. Eieiei. Bam, bam. Hui. Super! Tada! Jetzt sind wir hier. Wir werden kurz nochmal runter in die Stadt gehen. Mal schauen, ob wir hier noch was finden. Rein theoretisch sollte hier noch ein Herzteil liegen, was ich übersehen hätte, glaube ich. Hier? Nee, hier gibt es nur Bomben, alles klar. Fehlen haben wir keine gebraucht, das ist sehr gut. Da, 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 da. Ach, sie ist schön. Ich würde ganz gerne dann nochmal zur Hexe gehen. Und nochmal eine Flasche kaufen. Du, du. So, hier waren wir ja schon drinnen. Ist der Ausgang, alles klar. Nehmen wir die Herzen noch direkt mit. Jetzt sollte man hier in den Brunnen fallen. Machen wir es doch mal. Jupp. Ah ja. Hier, Bomben. 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 Die nehmen wir auch noch mit, die Rupies. Ah, was mag da drin sein? Doch nicht etwa das Objekt der Begierde. Na, ja, ein Herzilein. Wir sind nicht traurig. Nein, ich fange nicht an zu singen. Doch, aber nicht sowas. Goodie. Okay, die haben wir voll. Ja, Mensch, wir haben schon 2, 4, 6, 8, 9 Herzen. Das ist auch schon mal ein guter Anfang. Jetzt gehen wir in die verlorenen Wälder, liebe Freunde. Den Weg können wir nicht nehmen. Wir müssen einen Umweg nehmen. So leid's mir tut, so leid's mir tut. Ihr ollen Soldaten. Ihr ollen Soldaten. Was wollt ihr mir? Ah, seht ihr. Seht ihr. Hier geht's rein. Spooky. Alle unter 18 bitte wegschalten. Nein, Quatsch. Jetzt sucht man nämlich das Masterschwert. Das muss hier irgendwo sein. Was ist das hier? Okay. Hey, du, was willst du hier? Das ist das Versteck unserer Liebesbande. Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir noch was sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Ja, das hast du uns, glaube ich, schon mal gesagt. Aber wir wollten es nochmal abchecken. Zwar gibt es nur einen Weg. Das ist dieser. Nein, da war eine Bombe. Wie fies ist das denn? Zack. Müssten ja einen kleinen Umweg laufen. Hier in diese Röhre. Oder in diesen Baumstamm. Was ist hier los? Die ganzen Tiere. Jo.
Aber wir haben ja im Wüstentempel haben wir ja dieses Buch hier gefunden. Das kann uns folgendes übersetzen. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Okay? Oh. Basti, ich bin es, Sahara Sala. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Wunderbar, damit haben wir das Masterschwert. Tada! Und der Nebel ist weg. Yay! Schlitz, Schlitz, nee. Guckt euch mal die edle Klinge an. Yay! Damit sind wir gleich viel, viel stärker geworden. Basti, Hilfe! Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein. Ah! Okay, okay. Ja, werden wir uns jetzt mal schnell auf den Weg dahin machen. Werden aber trotzdem vorher nochmal eine Flasche holen. Eine blaue mit Schnaps. Ja, ja. Wir gehen hier lang. Jetzt ist diese schöne Waldmucke auch nicht mehr da. Noch ein Masterschwert? Ah, nur ein Fake. Bam, 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 bam. Weg mit dir. Schaut mal, wie stark wir sind. Zoom. Wie stark. Goodie, hier ist Kakariko, das wissen wir ja nun. Jetzt wollen wir kurz mal eben schnell zur Hexe latschen. Liegt alles fast auf dem Weg. Zip. Hier ist der Friedhof. Weg mit dir! Weg mit dir! Ich glaube, wir können jetzt abkürzen. Ja, wir können doch schwimmen. Hervorragend, hervorragend. Ah, mitnehmen. Da ist schon die Hexe. Cool. So. Wunderbar. 160 Rupies. Hey, dankeschön, hier ist das Super-Elixier, damit kannst du sowohl Lebens- als auch magische Energie auffrischen. Und gib mir mal was vom Roten gratis. Zack, jetzt können wir auch solche Energie-Moves machen. Magischen Blitze feuern. Jetzt gehen wir direkt zum Schloss. Jetzt haben wir ja zwei Feen und eine blaue Flasche, das sollte uns erstmal reichen. Und dann gucken wir mal weiter, ne? Oh, oh. Na, aber nicht mit mir, liebe Freunde. Ich bin doch der Held. Schaut mal, warm's. Zum Schloss müssen warm. Also runter. Da, da, da. Ja, ja. Da, da. Und zwar hier lang. Ja, ja. Und hepp und hepp und hepp. Ja. Coole Sache. Und renn da. Zip. Bam. Hier waren wir schon mal. Ersten Part. Wir müssen hier rein. Irgendwie da hoch. Ich glaube, hier müssen wir gleich irgendwo hochkommen. Genau. Chips. Alles klar, Herr Kommissar. Nice. Ja,
Jetzt sind wir hier. Und mit dem normalen Schwert konnte man dieses Ding nicht kaputt machen. Aber mit dem Masterschwert. Bam! Und Reitner. Das ist jetzt das letzte Dungeon in der Lichtwelt. Die versuchen wir einfach mal so wegzubashen, weil die sind irgendwie bäh. Komm. Zack, zack. Cool. Und hier genauso. Solange man schießen kann, ist das echt kein Hexenwerk. Was könnte hier drinne sein? Ein Schlüssel. Was? Zack. Na komm, na komm. Schön. Weiter geht's im Text. Alle Gegner am besten wegbashen. Dann hat man gar keine Probleme mehr. Licht, brauchen wir das? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Krüge. Wupp. Na, na. Ist das ein Lucky? Wupp. Jetzt müssen wir erstmal einen Schlüssel suchen, damit wir durch diese Tür gehen können. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, wir haben den Key. Da. Jup, jup. Sehr cool, sehr cool. Da. Eine Fee, eine Fee. Haben wir zum Glück voll. Ja nie, wozu wir die brauchen. Ja, so ist das. Oh. Ja. Bis hierher gar kein Problem. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Selbst wenn. Mein Gott. Jupp. Alles ganz easy. Einfach weg. Wegmetzeln. Ich brauche mir einfach nicht machen. Das ist die Magie können wir uns sparen. Hier gibt es aber auch, hier gibt es auch kein Item. Hier heißt es einfach bloß ab nach oben und dem Bösen eins auf die Nase hauen. Und ich glaube, wir sind nicht mehr allzu weit weg. Ups, Chip. Schlüssel. So, du willst denken, ja? Alles klar, klar. Gut, weg ist er. Ach, eigentlich wieder Licht. Hat man doch mal den Lichtschalter gefunden, ja? Jup, jup, jup. Yo. Magic. It's magic. Weg, 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 weg. Na. Schack, 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 schack. Komm, 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 komm. Wunderprächtig. Mensch, das funktioniert doch. Ja, mit unserem super, duper, mega Schwert ist das ja auch gar kein Thema. Du kannst mir gar nichts, oder? Nee, nicht wirklich. Komm, ich mach dich so alle. Ja, das ist natürlich ganz toll, aber wir haben ja einen Boomerang. Du haust mal schön ab. Du nervst nämlich dezent, mein Freund. Aber nicht mehr lange. Wow. Schön weggemetzelt. Ei, hier müssen wir uns aufpassen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, löst sich das hier auf? Nee. Na gut. Oh, oh. Liebe Freunde,
Ich habe Angst. Wir gehen rein. Oh la la, Basti. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe auf dich gewartet. Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Anmut, aber nicht mehr lange, Kleiner. Oh, warte. Was für ein Zaubertrick. Nein! Na bitte, damit ist das Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten, denn die goldene Macht ist mit uns. Mach's gut, Kleiner. Nein. Ja, gut. Damit ist das Spiel vorbei. Wir haben Zelda durch. Nein, Quatsch, von Spaß. Hier? Nee. Hier? Nee. Hier? Ja. Jetzt geht's Aghanim an den Kragen. Oh lala, möchtest du mich zu einem Duell herausfordern? Nichts lieber als das. Wunderbar, liebe Freunde, wunderbar. Ihn einfach jetzt diese komischen Dinger hier zurücksmashen. Bam, 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 bam. Den Dingern am besten ausweichen. Ganz einfache Kiste. Jupp. Na. Daran habe ich nicht gedacht. Also wenn er da oben im Mittelpunkt steht, dann am besten nach links oder nach rechts komplett ausweichen. Zup. Na, machst du wieder deine komischen Kugeln? Jupp. Nicht nervös werden. Jupp. Bom. Also das passiert, wenn man sie trifft, ne? So, jetzt gehen wir mal dezent hier hin. Da kann er ziemlich gar nichts. Weil das eine Pfeife ist. Na? Gibst du bald auf? Gibst du bald auf? Gib mir Zelda! Wupp. Zum Glück haben wir dieses super coole Schild. Und bam! Oh lala, das war ein heldenwürdig, aber so schnell gebe ich nicht auf. Attention, ich werde dich nun in die Schatten mit verbannen. Ha! Nee, mach das nicht! Nein! Ah, ah. Oh, oh. Basti, kannst du mich hören? Ich bin es, Sarasala, der zu dir spricht. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun ist es die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben, damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du sieben Mädchen befreien. Sie sind Nachfahren der sieben Weisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten. Gehe zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung, Obi-Wan Kenobi. Hä? Erfülle den Wunsch eines alten Mannes, bitte! Alles klärchen, liebe Freunde. Ja, jetzt sind wir in der Schattenwelt. Und wie es jetzt hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.